Lisa Mazzone, herzlich willkommen. Salut, Rael. Du bist der erste Gast in unserem neuen Podcast, Die Grünen im Gespräch. Es ist ein Podcast der Grünen Schweiz, den wir heute lancieren mit der ersten Folge. Wir stehen ziemlich genau ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen 2023 und wir stellen uns natürlich alle die Frage, wie stark werden die Grünen bei diesen Wahlen 2023 abschneiden? Darum geht es heute. Wir blicken etwas zurück, aber auch nach vorne. Ich bin Rael Estermann, stellvertretende Generalsekretärin der Grünen Schweiz. Und bei mir heute im Studio ist Lisa Mazzone, Ständerätin aus dem Kanton Genf, Vizepräsidentin der Fraktion, Wahlkampfleiterin und Mutter von zwei Kindern. Wie geht es dir, Lisa? Puh, ein bisschen müde, aber noch ein bisschen und immer noch sehr motiviert. Sehr gut. Und bevor wir zu den politischen Fragen kommen, lernen wir dich etwas besser kennen. Wir müssen aber, glaube ich, auch noch kurz über diese Woche sprechen. Du sagst, du bist ein bisschen müde. Ja, wir müssen kurz zurückblicken, denn vor 3 Tagen hattest du einen großen Auftritt. Du warst Teil der Pressekonferenz der Grünen, wo es darum geht, ob die grüne Fraktion eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Bundesratswahl, für die Nachfolge von Ueli Maurer stellt oder nicht. Das war ein großer Moment, eine große Entscheidung. Wie war das für dich? Es war eine angespannte Zeit und es war, ich muss sagen, auch persönlich, ich habe die Nichtwahl von Regula Rizin 2019 für den Bundesrat erlebt. Das hatte mich fest geprägt, wie wir behandelt wurden von den anderen Parteien, nicht nur das Ergebnis per se, sondern was passiert ist, wie die anderen Fraktionen mit uns umgegangen sind. Und dort wieder einmal das zu spüren, dass die Bundesratsparteien, dass die GLP auch mit einfach sagen, wir wollen keine Änderung, nichts muss sich bewegen, darf sich bewegen im Bundesrat. Und das finde ich so gegenüber der Klimakrise, es ist nicht haltbar, es ist eine Position, die ich nicht verstehe und die mich auch enttäuscht. Wir kommen nun zuerst ein bisschen zu dir als Person. Du bist aus Genf, du bist in der Romandie ein unglaublich bekanntes Gesicht für die Grünen und ich glaube auch ganz viele Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer kennen dich inzwischen, aber vielleicht doch noch nicht so gut. Deshalb zuerst ein paar persönliche Fragen zu dir. Gibt es 3 Adjektive, die dich gut beschreiben können? Es gibt viele Adjektive. Ich würde sagen, ich bin neugierig, ich bin ein bisschen schüchtern und vor allem auf Deutsch. Und ich bin ungeduldig. Und das ist nicht immer einfach als Mutter, aber ich atme immer sehr tief. Sehr gut, das hilft sicher. Du hast es angesprochen, du sagst, du bist ein bisschen scheu auf Deutsch und trotzdem bist du heute im Podcast bei mir hier auf Deutsch und du sprichst auch sehr gut Deutsch. Woher kommt das? Das musst du meinen Partner fragen. Eigentlich, er ist aus der Deutschschweiz und deswegen habe ich die Gelegenheit, regelmäßig mit ihm Deutsch zu sprechen. Und vor allem, ich höre meine Kinder, die anfangen zu sprechen, auf Mundart sogar. Dann ist das auch eine Herausforderung. Wir werden bestimmt mal einen Podcast auf Mundart aufnehmen. Das wird gut. Ich freue mich darauf. Eine Frage, die viele Grünen gestellt wird. Gurke oder Wassermelone? Mal schauen. Und mit wem streitest du am liebsten? Im Ständerat streite ich immer sehr gerne im Plenum mit vielen Kollegen. Aber sonst am liebsten, wo ich Spaß auch habe, ist mit meiner Schwester. Und wieso? Weil wir Geschwister sind und das ist, ich weiß nicht, ob du auch Geschwister hast. Ich habe 2 Brüder, ja. Ja, dann weißt du, was das heißt. Und sonst auch, weil sie keine Kinder hat und manchmal haben wir andere Prioritäten im Leben und dort gibt es viel zu streiten. Regierung oder Parlament? Bist du lieber Exekutive oder Legislative? Ich mag wirklich das Parlament. Ich mag es,
die großen Fragen sich zu stellen. Ich mag es so, die Diskussionen, das Gesetzebene, dass man wirklich mit den Kollegen und Kolleginnen diskutieren kann und etwas bewegen kann, das eine große Wirkung hat. Aber gleichzeitig war ich nie in einer Exekutive, insofern kann ich das nicht beurteilen. Gut, wir blicken zuerst etwas zurück in das, was die letzten 3 Jahre seit den Wahlen 2019 passiert ist. Und danach werden wir auch noch vorausblicken natürlich, weil eben, wir haben es gesagt, die Wahlen stehen in einem Jahr an. Diese Legislatur, die wir erlebt haben, die war ja sehr speziell. Da war zuerst der große Wahlerfolg der Grünen und dann 4 Monate später hat das Parlament seine Session abgebrochen. Corona war da. Der politische Betrieb hat pausiert und wurde dann wieder aufgenommen, aber unter sehr schwierigen Bedingungen. Danach kam mal Corona irgendwie etwas im Griff, war ein Krieg da, eine Energiemangellage wurde herbeigeredet, wo man sagen kann, wir wissen noch nicht, was rauskommt. Was sind deine Eindrücke dieser vergangenen 3 Jahre in der politischen Arbeit? Einfach ein bisschen ein konstantes Stress, also man ist immer unter Druck, man ist sowieso immer unter Druck als Politikerin, aber besonders in diesen 3 letzten Jahren. Und es war, ja, die Umstände bewegen sich konstant und es ist nicht so einfach, gleichzeitig nicht zu vergessen, wohin man gehen will. Und ich glaube, es ist unsere Rolle gegenüber der Klimadringlichkeit, aber auch der Krise der Biodiversität, muss man ein bisschen das Fokus behalten, damit man weiter vorwärts geht und sich nicht zu fest an diesen, manchmal wird es sehr laut, so wie während Corona, man spricht nur über etwas und man verliert ein bisschen das Fokus auf anderen, vielleicht größeren Herausforderungen. Und hast du eine Technik oder eine Art, wie du es schaffst, diesen Fokus zu behalten? Das stelle ich mir ja schon schwierig vor, wenn du hast viele Medien, die dann nur zu diesen tagesaktuellen Fragen zu dir kommen. Wie schafft man das, den Fokus weit zu halten? Ich glaube wirklich, wenn man in einer Partei ist, muss man nicht vergessen, es gibt eine Basis. Es klingt so ein bisschen stereotypisch, aber es ist schon so, es gibt Leute, die in der Partei sind, weil sie wirklich diese Klimadringlichkeit so im Kopf haben und deswegen sich engagieren. Und wenn man weiter mit ihnen in Dialog mit den Verbänden, mit den Mitgliedern der Grünen weiter im Gespräch ist, im Dialog, dann weiß man auch, warum man im Bundeshaus ist und warum man politisiert. Trotz der Schwierigkeiten und dieser Zeit, in der der Klimafokus nicht mehr, mindestens in den Medien, nicht mehr so groß war, gab es bestimmt wichtige Meilensteine, die ihr auch im Parlament erreicht habt. Was ist aus deiner Sicht denn der größte oder die größten grünen Erfolge aus den letzten 3 Jahren? Die Unterstützung für die erneuerbaren Energien. Wir haben es geschafft, oder mein Kollege Bastian Giraud hat es geschafft, die Unterstützung zu sichern für die erneuerbaren Energien. Und wir haben an der letzten Session auch geschafft, eine Solaroffensive durchzubringen mit auch einer Solarpflicht. Und ich finde, es ist wirklich interessant zu sehen, dass in einer Krise, wie wir sie erleben im Moment, Energieversorgung, dass man endlich anerkennt, dass die Solarenergie so wichtig ist und dass sie wirklich eine Säule für die Lösung gegenüber dieser Energieversorgung. Dort haben wir, ich glaube, einen Beitrag gebracht. Ja, und auch eine Bestätigung der grünen Politik, die wir schon seit sehr langem machen und die jetzt viel zu spät, aber doch noch irgendwo umgesetzt wird. Aber da bleibt ja trotzdem noch vieles zu tun, oder, in unserem Parlament? Es gibt noch alles zu tun. Das ist selbstverständlich. Und es ist so ein bisschen ein Witz, aber es ist schon so, dass man
in jeder Kommission vertreten ist. Also wir haben Grünen in jeder Kommission und dort arbeiten wir. Und jedes Mal, dass es die Gelegenheit gibt, etwas zu bewegen, etwas vorwärts zu bringen, dann machen wir. Und es ist auch der Sinn des politischen Engagements im Bundeshaus. Wenn man denkt an dem Klima oder an der Gleichstellung, gibt es wirklich, wirklich noch viel zu tun. Klima auf jeden Fall, man geht einfach viel zu langsam und auch viel zu unambitioniert oder zu klein. Und bei der Gleichstellung, ja, zum Beispiel gleiche Löhne, es gibt noch fast 20% Unterschied zwischen oder Diskriminierung zwischen Männern und Frauen. Und das ist einfach nicht mehr möglich in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Und es muss wirklich jetzt ändern. Und nicht nur, es gibt die Frage Frauen, Männer, aber man weiß, dass man, also abhängig von der Hautfarbe oder von der Herkunft, Geschlechtsidentität, es sind alle Faktoren, die eigentlich noch eine Schwierigkeit bringen. Und dort muss sich etwas ändern. Ja, da gibt es noch viel zu tun. Und gleichzeitig bist du im Ständerat. Und wenn wir ja diesen Ständerat uns vorstellen oder Bilder sehen, dann sehen wir ganz viele alte Männer. Und das jetzt nicht nur im übertragenen Sinne, sondern es ist wirklich eine Kammer, wo in der Regel ältere, viele Deutschschweizer Männer, viele graue Haare, wenig Frauen, wenig jüngere Frauen und damit auch wenig Profile, wie du eines hast, da drin sind. Wie ist das für dich im Ständerat? Es war so, aber die Grünen sind gekommen. Okay. Und angekommen. Nein, wir sind am Anfang der Legislatur konnten wir eigentlich eine Gruppe bilden im Ständerat. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass im Ständerat die Grünen eine Gruppe bilden. Und das heißt auch, dass wir im Büro vertreten sind, dass wir das Präsidium übernehmen werden in 2025. Und ich glaube, es ist klar, es ist ein konservatives Gremium. Es ist nicht... Wir waren ein bisschen Exoten vielleicht am Anfang, aber wie alle Gremien gibt es etwas organisch. Und wir sind drin, wir sind Teil dieses Kammers und wir konnten auch den Ständerat entwickeln oder weiterentwickeln. Und der Ständerat von heute ist nicht der Ständerat von vor 3 Jahren. Und es ist klar, wir haben auch dazu beigetragen, dass wir unseren Platz haben und dass wir auch Mehrheiten schaffen, dass man auf uns zuhört. Ja, also das war schon, stelle ich mir vor, auch ein großer Kampf gehört zu werden. Also dass gerade wenn man etwas untypisches Profil hat, wenn man vielleicht nicht aus Muttersprache Deutsch hat, nicht aus einer Partei kommt, die viele Leute dort hat. Aber umso besser, wenn ihr das geschafft habt und diese Fraktion auch bilden konntet. Es heißt Gruppe, nicht Fraktion, sorry Rael. Im Ständerat ist es anders. Es gibt keine politische Partei, du musst das schon wissen. Okay, das gehört auch zur Kultur des Ständerates. Genau. Dass man sein Parteibuch nicht so stark rausstreicht. Gut, und trotzdem machst du da drin ja grüne Politik und das heißt auch Gleichstellungspolitik. Du hast es schon erwähnt, haben wir noch große Defizite, große Herausforderungen. Was macht ihr im Bundeshaus, im Ständerat, im Nationalrat für die Gleichstellung genau? Oder auch, du bist Teil der Grünen, wir haben ein großes Bedürfnis, auch diese vielen Frauen oder LGBTIQ-Personen zu stärken, die sich für uns engagieren. Kannst du etwas erzählen von dieser Arbeit im Bundeshaus, aber auch außerhalb, um diese Themen noch besser zu positionieren? Zuerst sind wir die weiblichste Fraktion eigentlich im Bundeshaus. Und das macht auch einen Unterschied, weil die Frage von, also das hat zum Beispiel, war es für mich eine interessante Erfahrung am Anfang der Legislatur. Ich war früher im Nationalrat. Und es gab viel weniger Frauen. Und dann habe ich gewechselt. Aber im Nationalrat jetzt gibt es 40% Frauen.
Und wenn man sich bewegt in der Wandelhalle, ist es ganz anders. Es ist ganz anders mit 40% Frauen. Es ist einfach normal geworden. Man wird nicht mehr so angeschaut wie etwas ein bisschen exotisch. Und auch dieses Gefühl, Teil der Gruppe zu sein und nicht so komisch zu sein, ist auch durch die Masse geprägt. Und deswegen ist die Anzahl der Frauen auch wirklich ein wichtiger Teil der Lösung. Das glaube ich fest. Und das ist klar, die Grünen spielen dort eine wichtige Rolle, wie im Ständerat mit 4 Frauen in unserer Gruppe von 5 Personen. Aber sonst bringen wir auch Themen. Im Ständerat haben wir uns fest engagiert für die Ja heißt Ja-Lösung. Das ist eine neue Definition der Vergewaltigung, die Zustimmung anerkannt in den sexuellen Beziehungen. Und es war nicht so einfach am Anfang und man hat gemerkt, dass es sehr wichtig war, genau in diesem Ort dieses Thema zu diskutieren und genau diese große Diskussion auszulösen. Und jetzt habe ich gestern erfahren, dass die Nationalrätliche Kommission für eine Ja-heißt-Ja-Lösung entschieden hat. Insofern hat es sich desto mehr gelohnt, dieses Thema im Ständerat zu bringen. Das ist im Parlament, aber es gibt das Leben außerhalb dem Parlament. Und dort wollen wir auch als Grüne uns fest engagieren und auch diese Solidarität schaffen. Weil das merkt man im Parlament. Man braucht Solidarität. Diese Solidaritätsnetzwerke sind nicht so selbstverständlich. Man muss sie auch ausbauen. Und wir haben für die Grünen ein Netzwerk Frauen. Und es sind immer tolle Anlässe, wenn man sich so mit Frauen, mit grünen Frauen trifft im Bundeshaus. Das Bundeshaus wird so grün, schön, grün, violett, Magenta, keine Ahnung, aber es ist einfach schön. Vielfarbiger als sonst, auf jeden Fall. Ich war auch schon an diesen Events und ich muss wirklich sagen, man geht hin und kommt mit mehr Energie wieder raus. Und daher, wenn ihr zuhört und Grüne seid, dann kommt auch, das sind wirklich tolle Events und dann könnt ihr Lisa noch ganz viel mehr Fragen stellen, als ich hier das im Podcast tue. Jetzt geht es noch ein Jahr bis zu den Wahlen. Sind die Grünen denn bereit, Lisa? Absolut. Wir haben alles vor. Der Plan ist bis zu den Wahlen schon gedacht. Es ist keine Frage. Du hast auch schon davon gesprochen, als du gefragt wurdest in den Medien über diese Wahl, die da bevorsteht. Da hast du von einem Wendepunkt gesprochen. Was hast du damit gemeint? Die nächsten Jahre sind wirklich so Schlüsseljahre für Jahre für das Klima. Und es ist klar, wir müssen jetzt handeln und anders handeln, einfach viel schneller, viel ambitionierter. Und wir haben schon gemerkt, wir haben es geschafft, ein paar Steine zu setzen im Parlament, damit es vorwärts geht für den Klimaschutz. Aber es geht einfach nicht schnell genug und nicht ambitioniert genug. Und wir brauchen eine riesige Mobilisierung für die Klimawahl 2023. Wir brauchen diese Mobilisierung, um zu betonen, dass es ganz klar eine Priorität ist. Und diese Mobilisierung, von der du sprichst, wie schaffen wir denn das? Was ist der Plan, den du auch als Wahlkampfleiterin ja ganz stark mitprägst und mitplanst? Seit den letzten Wahlen haben wir gemerkt, dass es viele neue Mitglieder bei den Grünen gibt. Und das ist schon ein gutes Zeichen, dass man immer noch dieses Klima im Zentrum hat. Und nicht nur so bei uns in einem kleinen Kreis, sondern es ist eine große Sorge auch in der Bevölkerung, was für eine Zukunft wir unseren Kindern anbieten können. Und ich glaube, diese Frage von Jungensein heute ist sehr wichtig.
Wir wissen auch, dass in 2019 war die Mobilisierung der jungen Leute ein bisschen höher als sonst. Und das hat eine Rolle gespielt. Und es ist auch, ich finde das sehr stark, dass man nicht nur auf die Straße gegangen ist für die Demo, was schon sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe das so super gefunden, super erlebt, aber auch an die Urne. Und die jungen Leute generell sind untervertreten, sie gehen weniger abstimmen, wählen. Und es spielt eine Rolle, wenn man einfach seinen Zettel oder den Zettel gibt, spielt das eine Rolle. Also die Mobilisierung der Jungen ist für mich zentral für unsere Zukunft. Jede Stimme zählt, egal ob auf der Straße oder an der Urne. Trotzdem gibt es ja dann auch noch etwas am Horizont, das nach dem Wahlsonntag stattfinden wird, nämlich die Frage, wer wird es schaffen, in die Gesamterneuerungswahl des Bundesrates wieder gewählt zu werden? Wird es denn 2023 eine grüne Bundesrätin oder einen grünen Bundesrat geben? Und ist das überhaupt wichtig? Oder ja, ich wollte wichtig? Genau sagen, was hast du noch mit dem Bundesrat? Haben wir nicht genug über Bundesrat gesprochen? Ich glaube, wichtig ist, dass es eine Änderung gibt. Und für diese Änderung braucht man diese Mobilisierung. Und man braucht im Parlament Kräfte, die sich stark engagieren und die wirklich diese Priorität setzen. Klima ist keine Frage mehr. Es muss jetzt wirklich griffige Maßnahmen geben. Und dann Bundesrat, es ist klar, wir haben schon gemerkt, der Bundesrat ist ein Mittel. Und ist ein Mittel, um vorwärts zu gehen oder genau nicht vorwärts zu gehen oder einfach zu bremsen oder einfach an etwas anderes zu denken. Und das ist, was wir heute erleben. Also ich würde sagen, vor allem braucht man grüne Kräfte, die sich fest engagieren und den Bundesrat als Mittel, um die Sachen zu bewegen und auch, oder wo ich das interessant finde, um auch von vorne wirklich vom Anfang an in eine Richtung zu prägen. Und das ist, was oft fehlt. Wir werden auf jeden Fall alles in die Waagschale werfen, um diesen Anspruch zu stärken bei den nächsten Wahlen. Und was danach kommt, werden wir sehen. Es braucht die Grünen auch im Bundesrat. Das hast du jetzt sehr gut gesagt. Damit kommen wir schon zum Schluss des Podcasts. Danke an alle, die zugehört haben. Ich danke dir, Lisa, dass du gekommen bist heute. Wir würden uns sehr freuen, euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Ihr dürft uns auch Themen und Fragen stellen, die wir in diesem Podcast aufgreifen sollen. Bitte schreibt das an unsere Mailadresse gruene@gruene.ch oder ihr schickt eine... Gruene. Ja, das UE, das ist immer noch in der deutschen Sprache halt so, weil wir nicht die Ü-Pünktchen schreiben können bei den Mailadressen. Schickt uns sonst auch eine Signal-Message oder eine Sprachnachricht und zwar auf die Nummer 079 920 8093. Ich sage es nochmal, 079 920 8093. Wir sehen uns bald wieder, Lisa. Sehr gerne, Kyle. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergesst nicht, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf deiner liebsten Podcast-App. Tschüss und bis bald.